Bist du verliebt? Was steht denn da eigentlich? Ich kann nicht. Die außergewöhnlichste Location für Sex. Nee, ich kann unmöglich. Ich kann unmöglich. Gibt's einen Joker oder so? Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich bin nicht daheim. Liebe Grüße aus Rosenheim. Ich bin bei der Sophia. Hi. Hi Sophia. Ja, ich habe die Anja zu mir eingeladen. Wir haben schon richtig coole Kochvideos gedreht in dieser Küche direkt hinter uns. Müsst ihr auch unbedingt mal angucken und nachkochen. Jetzt machen wir ein bisschen ein spaßiges Video und ich bin mehr oder weniger bereit dazu. Es ist ein Frage-Antwort-Spiel mit peinlichen Fragen oder intimen Fragen. Also einmal Fragen von dir, von mir und von dem Team hier hinter der Kamera, die jetzt wie ein Publikum da sitzen und gespannt auf die Antworten warten. Also ihr seht das nicht, wir haben hier hinter der Kamera irgendwie 5, 6 Leute, die haben hier Fragen mit reingeworfen und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil in diesem Video machen Sophia und ich keine klassischen Fitness- und Ernährungsfragen. Das kennt ihr ja schon von mir, von der Sophia auch. Falls ihr es noch nicht kennt, ihr Channel ist verlinkt unter diesem Video in der Infobox. Sophia Thiel muss man kennen, tolle Fitness-Tipps. Aber heute gibt es keine Fitness-Tipps, sondern viel Privates. Bist du bereit? Ja, wer fängt an? Xing Shang Shang? Xing Shang Shang. Scheiße. Fuck. Okay, ich mische jetzt hier einfach mal durch, nehme mir eine Frage raus, die ich jetzt gleich der Sophia stellen werde. Und die Frage ist, es geht um Alkohol. Vielleicht hier eine Frage für mich. Nee. Im letzten Rausch habe ich... Oh Gott, zum Glück muss ich die Frage nicht beantworten. Man muss dazu sagen, mein letzter Rausch war vor dieser ganzen Fitnessgeschichte. Ich war 16 Jahre alt und in meinem letzten Rausch hätte ich beinahe den Mercedes-Stern vom Auto meiner Eltern abgerissen. Weil ich mich nicht mehr halten konnte. Man muss sich aber dem scheiß Auto irgendwo festhalten, oder? Dann hätte ich beinahe den Kopf verloren, aber das war schon wirklich, das war schon hart an der Grenze. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich gerne sagen? Meinem 15-jährigen Ich würde ich sagen, lass dich nicht verunsichern und lass dich nicht rumdirigieren, vor allem nicht von Männern. Da, bam. Okay, das war eine gute Antwort. So, jetzt bin ich wieder dran. Natürlich bekomme ich die ganzen schlimmen Fragen einfach. Okay, Sophia. Ich habe gerade vorhin einen Zettel mit sehr obszönen Sachen drauf. Ja, den habe ich vorhin auch kurz gesehen. Da hat irgendjemand von Kimi reingemacht. Darfst du nicht reingucken und ich dann nicht auf. Okay, Steve lehnt eine raus. Sophia, hast du schon jemals daran gedacht, Anabolika auszuprobieren? Nein. Also natürlich wird man im Sport sofort damit in Verbindung gebracht und man liest sich natürlich ein, man recherchiert drüber. Aber ich habe ehrlich gesagt nie das als Option gesehen. Ich wollte schon immer das Maximum auf natürlichen Wege rausholen, das heißt mit intensivem Training und sehr disziplinierter Ernährung. Also egal, wie ich mich verändere, da steckt wirklich sehr viel Arbeit dahinter. Und ich hatte einfach zu viel Schiss vor diesen möglichen Nebenwirkungen. Da kann man ja auf deinem Channel auch einiges darüber erfahren. Und deswegen, nein. Ich hoffe, ich erwische den einen coolen Zettel, den ich vorgesehen habe. Nein, bitte nicht. Ich hab ihn! Nein! Ja! Ihr müsst sehen, was da drauf ist. Was steht denn da eigentlich? Die außergewöhnlichste Location für Sex. Also die außergewöhnlichste Location, wo ich schon Sex hatte? Ja, und schau doch mal diese wunderschönen Zeichnungen dazu an. Ich sehe schon die Schlagzeilen, wenn ich das jetzt beantworte. Los jetzt. In einem Parkhaus am helllichten Tag. Parkhaus? Da waren Leute und so, waren so hinterm Auto. Habe ich das jetzt gerade gesagt? Okay, gut. Nächste Frage. Ja, wir waren unterwegs und irgendwie war... War gerade langweilig. Ja. So, Sophia. Wenn du eine einzige Schönheits-OP machen müsstest... Müsstest? Welche wäre es? Naja, ich hätte schon so zwei Sachen. Echt? Zwei Sachen, die ich verändern würde. Und zwar habe ich ein Thailand-Tattoo. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was es ist. Nein, es ist kein gewöhnliches Tattoo. Ein Thailand-Tattoo nennt man die Wunden am Körper, die man von einem
Rollerunfall hat. Ach so, und ich habe schon gedacht, was, du hast ein Tattoo? Nein, ich habe keine Tattoos. Okay. Nee, man sagte dazu, ich hatte in Thailand einen Rollerunfall und mein komplettes Bein war offen und mein Knie hat immer noch eine dunkle Schramme davon. Und ich weiß nicht, ob das wirklich eine OP ist. Ich habe schon versucht, das irgendwie weglasern zu lassen. Man sieht es nicht mehr so stark, aber das würde ich dann sozusagen vielleicht wegoperieren lassen. Und ich habe ein gedehntes Ohrloch noch von früher. Ich hatte nämlich 8 cm Tunnels. Und es so ist nicht mehr. Flachs oder so? Oder? Genau. Ja. Also ich hatte eine Schnecke drin. Okay. So eine Spirale. Und es ist nicht mehr zurückgewachsen. Man kann es ja auch, ob man das als OP ansieht, aber aufmachen, damit es wieder zusammenwächst und dann nochmal neu stechen lassen. Aber okay. Ich kann damit auch leben. Wäre jetzt nicht schlimm. Ich bin auch. Okay. Was magst du an deinem Aussehen am meisten? Nenne nur eins. Kurz, simpel, meine Augen mag ich. Ja, das ist so ein Grün. Nein, ganz außen ist blau, dann kommt Grün und dann kommt Braun. Du hast 3 Farben drin. Irgendwie habe ich verschiedene Farben und je nach Stimmung wechseln die auch so ihre Farbe. Okay. Dann, bei Wut werden sie rot. Okay. Okay, nächste Frage für Sophia. Oh. Oh. Nee, ich sag's nicht so. Könnte schlimm sein. Der weirdeste Moment mit einem Fan. Also der unangenehmste, komischste Moment mit einem Fan. Mir hat auf der FIBO jemand einen Antrag gemacht. Der ist auf die Knie gegangen. Nein. Doch? Im vollen Ernst? Ja, es waren Leute standen an. Derjenige, der das vielleicht sehen sollte, es war trotzdem eine wunderbar nette Geste. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt. Ja. Aber es standen halt sehr viele Leute an und plötzlich kommt der und dann geht er auf die Knie und hat dann eben mir eine Hand so gehalten. Dazu, okay, hör auf, nein! Nein! Und du stehst dann so da so, ja, und du kannst ihn ja nicht wegschicken irgendwie. Das ist ja nett sein, ja. Es ist ja irgendwie süß, aber es ist doch sehr beängstigend. Auf jeden Fall, also das war dann auch so, man hat es dann so ein bisschen, klar, Spaß dann gemacht. Okay, hier Autogramm, cool, danke, Foto und bis zur nächsten FIBO. Aber es war dann trotzdem, in dem Moment war das dann irgendwie so, was machst du jetzt? Weil alles, wenn es könnte ihn verletzen, es könnte einfach gemein sein und ja. Ja, oh Mann. Ja. Hat er es überlebt? Ja, ja, voll. Also okay. Bestimmt. Okay. Hi, falls du zuschaust. Okay. So. Bist du verliebt? Ja, so ein bisschen vielleicht. Von 1 bis 10? 6, 7. Siehst du was am Aufbauen vielleicht? So. Oh. Vielleicht auch nicht. Mhm. Okay, wir erfahren vielleicht, aber vielleicht auch nicht mal mehr. Ach, du bist dran. Ich will immer Fragen stellen. Okay. Ja, ist besser, wenn man Fragen stellen kann. Ja, ja, dann ist man auf der sicheren Seite. Okay, Sophia, hatte ich fest. Oh, nicht alle. Eine und die andere. Wieso kriegst du immer diese Sentimentalen? Wer hat die da reingeworfen? Was bedeutet für dich glücklich sein? Das ist so, passiert auf verschiedenen Ebenen, finde ich. Also glücklich sein kann man ja in verschiedenen Situationen. Und es sind verschiedene spontane Momente fast schon. Zum Beispiel, klar machen einen so elementare Sachen glücklich wie Gesundheit, Familie, Freunde, ein Zuhause haben, Geborgenheit und solche Sachen. Aber das ist ja nicht permanent um dich herum. Ich bin zum Beispiel auch in kleinen Momenten glücklich. Zum Beispiel nach dem Training in der Früh beim Frühstück. geilere Moment gibt's doch gar nicht. Ja, aber also, siehst du, deswegen finde ich dich eine mega coole Persönlichkeit, weil du hast eben verstanden, dass es zum Glücklichsein nicht viel braucht. Und du bist so einfach dadurch auch gestrickt. Weißt du, das könnten jetzt meine Antworten sein, so hey, zum Glücklichsein braucht es nicht viel. Das ist das, was viele nicht verstehen. Und jetzt nichts gegen niemanden, ich muss immer ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber ich bin überzeugt, die Hälfte oder sehr viele aller YouTuber hätten gesagt, ah ja, glücklich sein, wenn du, keine Ahnung was, Urlaub dort, materielles dies, materielles das, perfekt aussehen, keine Ahnung was. Und du bist eben auch so ein bodenständiger Mensch. Ja, yes. Ist cool. Yeah. Ich habe echt immer so diese ganzen tiefgründigen Fragen. Das reicht schon langsam. Was war als Kind dein Traumberuf? Ich wollte Rapperin werden. Ehrlich jetzt? So richtig Hardcore-Rapperin. Ja, also ich hatte schon als Kind immer das. Ich glaube, viele von meinen Followern kennen das schon. Ich kann mir einfach Lieder, Texte, alles merken und ich kann mega viele Lieder einfach mitrappen. Krass. Ja. Cool. Ja. Können wir bitte was rappen? Müsste ich was rappen? Oh Gott, ich brauche aber Musik dazu. Müssen wir was? Mach Nicki Minaj, eins von Nicki Minaj. Moment for life. Moment for life. Oh Gott.
fly with the stars in the skies. I am no longer trying to survive. I believe that life is a prize, but to live doesn't mean you're alive. To worry about me and who I fire, I get what I desire. It's my empire, and yes, I call the shots. I am the umpire. I sprinkle holy water upon the vampire. Mega! Krass, aus dem FF kommt so raus. Es gibt so ein paar Lieder, die liebe ich einfach. Ich habe die so oft gehört, das ist einfach hier drin abgespeichert. Und dann irgendwie plötzlich, ja, wenn es irgendwo läuft, geht's los. Ja, leck mich aber ab. Spiepiep. Alles gut. Mega. Yes. Ja, siehst du, also wenn alles schief läuft, versuche ich es vielleicht dann in der Musikbranche. Sehr gut. Mega. Oh Gott, nee, das will ich niemandem antun, aber es macht Spaß. Hammer. Ui. Wie stehst du zu gleichgeschlechtlicher Liebe? Hattest du schon mal was mit einer Frau? Kann ich gleich sagen, nein. Nein? Hatte ich noch nie, aber ich habe nichts dagegen. Also ich finde Homosexualität vollkommen in Ordnung. Ich bin voll der Meinung, leben und leben lassen. Mhm. Aber ich persönlich hatte noch nie Erfahrungen damit oder irgendwie Wünsche, Bedürfnisse. Ja. Bin ich voll langweilig, ne? Wäre meine Frage gewesen. Wäre eine Frage für mich gewesen. Ich hätte viel dazu zu erzählen. Aber es war ja nicht meine Frage. Ach doch, ich kann sie doch ein bisschen rumschieben. Nein, das passt schon so. Doch, Anja, erzähl doch. Was hier? Wie? Ja, ich hatte schon was mit Frauen mehrmals. Und das sagt natürlich auch, dass ich gleichgeschlechtliche Liebe überhaupt nichts, also das ist, dass ich überhaupt nichts dagegen habe. Nee, heutzutage noch irgendwas dagegen ja, habe, ist ein bisschen ja, unpassend. Ja, aber ich habe es ehrlich gesagt, gerade schlucken, noch nie irgendwie so irgendwo gesagt. Aber ich würde mich trotzdem als hetero bezeichnen, weil Beziehungen hatte ich bis jetzt immer nur mit Männern. Mhm. Aber manchmal reizen mich Frauen schon. Also ja, keine Angst. Nein. Nein, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Und auch da habe ich irgendwie so, ich kann es nicht beschreiben. Manchmal sehe ich eine Frau und ich denke, wow, die ist mega attraktiv. Irgendwie ihre Haare, wie sie riecht, wie sie aussieht. Und ich habe das irgendwie lange gar nicht so ernst genommen. Ich habe gedacht, ja, ja, das ist einfach so ein bisschen eine Fantasie. Aber ich erwische mich halt, je älter ich werde, es geht nicht komplett weg. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen irgendwie bisexuell, so ein bisschen. Aber ich glaube, ich könnte nicht mit einer Frau in einer Beziehung sein. Aber manchmal ziehen sie mich an und reizt es mich, sowas mit der Frau zu haben. So, ja. Weißt du? Nee, ist ja nichts Schlimmes. Wieso mache ich überhaupt so? Hey, wenn ihr bisexuell seid oder auf Frauen steht oder auf Männer steht oder auf beide steht oder auf keine Ahnung was steht, was für Wesen ihr steht, es ist vollkommen okay. Love has no gender und liebt dann immer ihr wollt. Lebt euer Leben und macht das, was euch glücklich macht. Man muss sich da nicht rechtfertigen. Ja. Ja, Sophia. Alle Fragen erledigt. Alle Fragen erledigt. Wenn ihr jetzt zu Hause trotzdem noch irgendwelche Fragen habt, wir hatten ja ganz interessante Sachen. Sind Sachen erzählt worden, die wir, glaube ich, beide noch nicht erzählt haben. Ich habe ein komplett anderes Bild von dir. Oh Gott. Nein, nichtsdestotrotz, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unter diesem Video in die Kommentare an die Sophia oder an mich. Wenn ihr noch mehr von der Sophia wissen möchtet, dann schaut unbedingt mal auf ihrem Instagram vorbei, auf ihrem YouTube vorbei, auf ihrem Facebook-Website, überall, alles drum und dran vorbei. Ist echt eine coole. Ich bin mega froh, dass ich bei dir sein durfte. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja, danke dir für die Gastfreundschaft. Und ich würde sagen, mehr gesehen im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss.